Diese Aufnahmen zeigen den Moment, als bis zu 4 Millionen Kubikmeter Gestein in die Tiefe stürzen. Warte! Die Felsmassen rasen in Richtung Tal, überrollen dort das 200-Seelendorf Bondo im Kanton Graubünden. Mitgeschwemmte Wassermassen verwandeln das Geschiebe in eine Schlammlawine. Häuser werden überflutet, Brücken und Straßen brechen unter der Last riesiger Steinbrocken zusammen. Die Bewohner werden evakuiert, 8 Menschen aber werden vermisst. Darunter Bergwanderer aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Noch in der Nacht beginnt die Suche mit Hubschraubern und einem Nachtsichtgerät. Heute Morgen hat man dann begonnen, mit Hunden zu suchen. Auch da bis heute oder bis jetzt haben wir keine Personen gefunden. Unklar ist, wieso die Vermissten den Ort nicht rechtzeitig verlassen konnten. Das Dorf Bondo, rund 35 Kilometer südlich von St. Moritz, hat ein Alarmsystem für solche Fälle. Dieses soll rechtzeitig vor dem Bergrutsch gewarnt haben.